Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es ein Haul und zwar ist vor einigen Tagen meine Modes for You Bestellung angekommen und ich wollte euch jetzt gerne zeigen, was ich mir erneut bestellt habe. Zum einen sind Sticker dabei, dann sind Do-It-Yourself Cooking Sets dabei und noch ein paar Eisbecher Sets. Und ja, das werde ich euch jetzt alles zeigen. Ich habe ja schon in einem vorherigen Video erwähnt, dass ich nochmal bestellt habe. Und ja, ich bin so happy, das kam so schnell an. Also diesmal waren es, glaube ich, nur 10 Tage oder 11 Tage, länger war das nicht. Und das ist so, so toll. Und ja, ich fange jetzt mit dem Do-It-Yourself Cooking Set an. Unser erster Versuch mit diesem kaugummiartigen Zeug ist ja leider in die Hose gegangen. Ja, jetzt habe ich mir so größere Sets bestellt, wo es auch Anleitungen dazu schon gibt. Und ja, die werden wir dann einfach machen, weil ich bin sehr gespannt. Zum einen habe ich mir dieses Set bestellt. Da können wir solche schönen Küchlein machen und auch diese schön verzieren. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Hier ist auch ein Zeichen, dafür brauchen wir eine Mikrowelle. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr cool. Und da werden wir uns nach und nach ranwagen. Also ich denke mal, dass vielleicht einmal die Woche so ein Do-It-Yourself-Cooking-Set kommen wird. Und das sind von Crazy. Denk mal, vielleicht kennt ihr die eine oder andere, die Firma. Naja, auf jeden Fall gibt es da gute Resonanzen zu denen und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das wird. Also ich glaube, da kann man auch zwei oder drei sich aussuchen, die man machen möchte. Genau, und da bin ich schon sehr gespannt, wie das wird. Hat, glaube ich, 4,99 gekostet oder 4,95. So teuer waren die Sets nicht. Dann habe ich mir einmal von Crazy auch dieses Hamburger, Pommes und Cola-Getränk-Set bestellt. Ja, bin ich auch schon sehr gespannt drauf, wie das geht, weil wir haben da mehrere Zutaten. Ich glaube, hier oben sind immer dann die Listen, was man dazu hat und ja, was wir daraus alles zaubern können. Bin ich auch sehr gespannt und freue mich auch mit euch das auszuprobieren. Und hier oben ist auch wieder ein Mikrowellenzeichen. Ja, ich glaube, wir müssen dann immer so 30, 40 Sekunden in die Mikrowelle. Das ist dann nicht so tragisch. Werden wir auch auf jeden Fall ausprobieren. Dann habe ich mir noch ein Donut-Set bestellt, und zwar dieses hier. Und da ist auch so ein kleiner Rila Kuma schon zu sehen, was total süß ist. Ich denke mal, oder es soll ein Bärchen darstellen. Also ich sehe das jetzt so ein bisschen als Rila Kuma. Und ja, auch das ist total toll. Freue ich mich auch schon drauf. Und ich glaube, da brauchen wir keine Mikrowelle. Ich sehe fast kein Zeichen für eine Mikrowelle. Und ja, so schaut das von hinten aus. Bin ich auch schon sehr gespannt. Hier sieht man auch auf der Anleitung schon ein bisschen, was wir daraus zaubern. Und ich freue mich da auch schon richtig, richtig doll drauf, das auszuprobieren mit euch. Genau. Dann als nächstes habe ich noch das letzte Do-It-Yourself-Cooking-Set. Und darauf bin ich sehr gespannt. Und zwar ist es dieses schöne bunte Set. Da kann man solche, ich nenne es jetzt mal Gummibärchen, ich glaube, das sind auch Gummibärchen, selbst machen. Die kann man dann mit so verschiedenen Farben, hier sieht man das auch schon an der Seite, so in verschiedenen Farben so eingießen. Und ich bin da schon sehr gespannt. Hier ist auch so eine Farbmischpalette. Ja, zum Beispiel blau und rot gibt lila, sowas halt. Finde ich super. Und ja, das werden wir dann auch ausprobieren. So schaut das von hinten aus. Hier mit so Mischpaletten werden wir auch demnächst ausprobieren. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, ja, was wir daraus zaubern werden. Und ich sehe gerade auch, dass hier so Förmchen drin sind. Vielleicht schon mal so ein Blick zum Erhaschen. Bin ich sehr gespannt, was wir daraus zaubern werden. Genau, dann zeige ich euch jetzt nächstes die Stickers. Und zwar habe ich mir wieder einige bestellt. Zum einen so ein Beutel, wie ich mal von Sentimental Circles bestellt gekauft habe, bei uns im Japanladen. Und ja, da habe ich mir jetzt quasi so ein Set nochmal bestellt, aber von Sugar Puffy. Die ist so, die ist auf jeden Fall zuckersüß. Und da ist auch so ein süßer Vogel. Ja, und das sind halt so kleine Sticker, auch jetzt perfekt für Resin geeignet, weil hier seht ihr so spiegelt. Und da freue ich mich schon drauf, weil ich werde jetzt auch demnächst mit Resin anfangen. Ich habe mir das jetzt lang genug überlegt und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, denn ja, wie kann es anders sein? Ich muss es auch machen und ja, freue ich mich schon drauf, das demnächst dann zu probieren und die dann auch einzugießen. Ich glaube, das wird sehr, sehr toll werden. Ja, freue ich mich schon drauf. Wird natürlich dann noch genug Informationen dazu geben. Auf jeden Fall sieht man hier schon die paar, also die sind wirklich zuckersüß. Ich lasse es jetzt soweit noch zu, weil, ja, ihr kennt es ja, man hat sonst immer viel zu viel offen. Dann habe ich mir einmal diese Twinkle Stars, die sich Sticker bestellt, mit so Manga-Figuren, Mädchen. Auch die sind total toll. Ich habe gedacht, die wären größer im ersten Moment, also wo ich die bestellt habe, aber wo die gekommen sind, naja. Ich finde, das ist richtig, richtig süß. Es sind alle eigentlich richtig, richtig süß. Genau, ich glaube, die haben
60 Cent oder so, so teuer waren die jedenfalls nicht. Also war sehr gering bei denen. Und dann hier habe ich Happy Days. Ich glaube, das sind auch von diesen Twinkle Stars. Auch die finde ich echt toll. Das ist der, unten der Sticker ist so schön. Die sind so ein bisschen, nicht puffy, aber so ein bisschen gelartig. Ich weiß jetzt nicht, ob man die jetzt gut eingießen kann. Das werde ich dann auch herausfinden die nächste Zeit. Genau. Und hier, das ist so süß. Schaut euch das mal an hier. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Dann habe ich als nächstes mir solche Kapselsticker bestellt. Aber die sind nicht mit Wasser gefüllt, sondern mit so Perlenkram. Vielleicht seht ihr das hier so, ne? Und das finde ich auch total toll. Ich glaube, die haben eins irgendwas. Also teuer waren die auch nicht. Und sind auch wieder ganz, ganz tolle dabei. Hier unten, das gefällt mir richtig gut. Also wirklich ganz, ganz toll. Dann habe ich mir noch Kapselsticker mit Flüssigkeit bestellt. Und zwar diese hier. Warum ich eigentlich nochmal bei Modes for You bestellt habe, das lag daran, dass ich nochmal diese Do-It-Yourself-Cooking-Set haben wollte und diese Eisbecher-Sets, die ihr dann noch sehen werdet. Und ja, da muss natürlich auch wieder Sticker mit. Besonders, ich liebe solche Kapselsticker, die sind so, so toll. Und ja, deswegen durften die einfach noch mit. Und ich muss sagen, ich bin deutlich über den Wert gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Mods for You immer so ist, aber ich bin deutlich über diesen Grenzwert, dass man das sonst mit der Mehrwertsteuer, und bei mir ist das Paket ohne Probleme angekommen. Das wollte ich jetzt noch dazu sagen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Mods for You gehandhabt wird, ob das immer so ist, aber ich hatte jetzt diesmal damit überhaupt keine Probleme gehabt. Und ja, das ist das nächste, was ich hier bestellt habe. Ich glaube, das ist Alice im Wunderland, so sieht es jedenfalls aus. Ich glaube, das war alles im Wunderland auch. Und ist auch total toll mit hier mit der Teetasse und hier überall dieser, wie ist der Hase, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das total toll. Auch wieder solche. Hier, schaut mal, da sieht es aus. Hier ist es in der Teekanne drin, das ist ja cool. Und jetzt gießen wir es in die Tasse ein. Das ist cool. Ja, das ist auch ein ganz toller Stickerbogen. Dann habe ich mir nochmal so flauschige Sticker bestellt. Da habe ich ja im letzten Haul solche Teddybären gezeigt. Und hier habe ich mir diesmal Häschen bestellt, weil ich die auch so süß fand. Das sind dann diese Stoffsticker. Ich glaube, die kann man auch nicht eingießen, aber ich finde die einfach zuckersüß. Hier der braune, das ist einfach... Die haben bestimmt auch wieder einen speziellen Namen, aber ich weiß es nicht. Ihr seht sie einfach Zucker. Dann habe ich mir noch einen Stickerbogen bestellt. Den findet meine Mama auch so toll. Petit. Poche? Naja, ich sollte Französisch lassen. Auf jeden Fall ist es dieser Stickerbogen. Der ist auch total toll, so ein bisschen auf Vintage gemacht. Und ich habe mir das wegen dem Sticker bestellt, weil ich das so toll fand. Und ja, so schaut der aus. Bin ich auch ganz verliebt da drin. Genau, dann habe ich mir zum Schluss noch diese Eisbecher-Sets bestellt, das von zwei Stück. Und zwar habe ich ja diesen Eisbecher, den ihr hier seht, von der lieben Therese im Tauschbäckchen bekommen. Und ich fand die so toll und ich wollte unbedingt wissen, wo sie sie hat. Und ja, ich bin dann bei Mods for You einfach stöbern gewesen, habe sie dann selber gefunden. Und naja, ihr kennt es ja, ich konnte nicht Nein sagen und ja, das sind sie. Dort sind auch verschiedene Eisbecher drin, was ich sehr cool finde. Ich glaube, so ein Set hat jetzt 5 Euro irgendwas gekostet, plus Versand noch, das war aber okay. Und da habe ich zum einen hier so 3 von diesen Bechern drin. Da werde ich jetzt auch gleich mal formulieren, weil mich das sehr interessiert. Ja, also ich habe das bei dir mitgebacken, da ist nichts passiert, deswegen wird es auch bei denen, denke ich mal, nichts passieren. Werde ich gleich mal einen schönen Eisbecher zaubern und ja, finde ich auf jeden Fall toll. Und hier oben ist noch so ein komisches Viech. Ich weiß nicht, ob das einen Namen hat, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ganz, ganz toll. Und das gleiche Set habe ich hier nochmal bestellt, dass ich halt auch ein bisschen mehr machen kann. Und ja, hier oben kann man das Gesicht von diesem Viech sehen. Moment hier. Ich weiß nicht, hat das einen bestimmten Namen? Weiß das jemand? Keine Ahnung, hier ist es übrigens auch abgebildet. Fällt mir gerade auf. Genau. Die werde ich auf jeden Fall demnächst auch bearbeiten. Oder werde jetzt mich heute schon ein bisschen dran setzen, weil ich mich da wahnsinnig drüber freue, dass es so schnell gekommen ist. Ganz, ganz toll. Und ja, dann habe ich noch 3 Sachen geschenkt bekommen, worüber ich mich auch sehr doll gefreut habe. Zum einen habe ich ein Masking Tape bekommen, so eine Art Washi Tape, denke ich mal, hier. Na, eigentlich sind es nur Washi Tapes, die ich diesmal gekriegt habe, aber ich freue mich natürlich dennoch. Ich liebe ja Washi Tape mittlerweile. Und ja, dann habe ich noch einmal dieses in Pünktchen bekommen.
weiß jetzt nicht, nennt man das jetzt wirklich Washi-Tape oder ist das jetzt so ein normales Klebeband-Tape? Keine Ahnung. Das könnte mich mal aufklären, wer das weiß. Was der Unterschied zwischen einem Washi-Tape und einem so, ne, so Folientape ist. Das würde mich mal interessieren, was da, ne? Wisst, was ich denke, ich meine. Und worüber ich mich am meisten gefreut habe, das Tape kommt nämlich jetzt. Und zwar habe ich ein Rilakkuma-Tape erneut gekriegt. Und ja, es ist ein anderes, als ich es schon habe. Und ich habe mich so darüber gefreut. Guckt euch das mal bitte an. So mit Paris und oh mein Gott, hier Bonjour Rilakkuma. Also, wo ich das gesehen habe, bin ich fast. Also, oh Gott, war das geil, ne? Es war wieder eine Hammererfahrung. Also, wo ich das gesehen habe, wirklich richtig. Richtig toll. Ich zeige euch das mal, was ich sonst benutze. Das mögen ja sehr, sehr viele von euch auch. Und zwar dieses hier. Genau. Finde ich sehr, sehr cool. Kommt jetzt in meine Sammlung mit dazu. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich das sozusagen bekommen habe. So, meine Lieben, das war das erneute oder die erneute Bestellung von Molds for You. Ich denke mal, irgendwann werde ich wieder bestellen. Jetzt momentan brauche ich eigentlich nichts, aber ihr kennt das ja manchmal, ne? Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Nachmittag oder Tag oder Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und bis bald, meine Lieben. Tschüss!